So, ganz herzlichen Dank. Und vielen Dank. Ni hao. Ni hao heißt guten Tag, sondern Shishe, vielen Dank. Und darf ich euch vorstellen, das ist Susi Matter, unsere Praktikantin für 2 Wochen aus Bad Gandersheim. Begrüßt sie doch mal ganz, ganz. Und sie ist schon im Dienst. Dankeschön. Haben wir 2 ganz großartige Gottesdienste stehen vor uns und ich freue mich schon auf euch. Kommenden Sonntag werden wir das Herz Gottes mit euch teilen. Gottes Träume über diese Gemeinde sind heiß. Amen. Und wir werden zusammen die Träume Gottes träumen nächste Woche. Und wir sind jetzt zum Abschluss gekommen, unserer ersten Predigtreihe. Merci. Wir haben ja gesagt, Lebensreise. Wir werden zu Anbetern, wir werden zu Freunden, wir werden zu Lernenden, zu Dienern, zu Menschen, die die Gesellschaft beeinflussen. Und erste Station war Anbeter sein. Vielleicht bist du, sind Sie hier und denken, wofür kann ich Gott danken? Ich bin noch ganz woanders in meiner Lebensreise. Ich bin vielleicht noch überhaupt am Zweifeln und am Fragen, ob es Gott überhaupt gibt. Ne? Kann man eigentlich in einem wissenschaftlichen Land, so wie Deutschland das ist, überhaupt an die Existenz Gottes glauben? Kann man der Bibel vertrauen, wenn so viel Leid ist auf dieser Welt? Wieso kann man überhaupt an einen Gott glauben, der allmächtig ist, der angeblich gut ist, wo so viel Leid, so viel Krieg ist? Und dann lade ich euch ein, ganz besonders in 2 Wochen dabei zu sein. Am 16. und 17. haben wir ein Wochenende, das nennen wir Bible meets Wissenschaft. Also ein Wissenschaftswochenende mit einem Althistoriker, sehr Althistoriker in der Haus, und werden wir Dr. Jürgen Spieß haben. Und er wird diese ganz heißen Themen ansprechen. Am Samstagabend, 18 Uhr geht's los, 2 Vorträge, kann ich der Bibel eigentlich vertrauen? Dann wird ein Althistoriker über die Auferstehung Jesu aus den Evangelien sprechen und es wird hochinteressant werden. Sonntag, wie viel Wissenschaft verträgt der Glaube? Und dann werden wir ein neues Modul haben. Nach dem 2. Gottesdienst möchte ich euch bitten, das schon mal einzutragen in euren Kalender. Gibt es etwas Neues, das heißt CLW nachgefragt. Und da wird es gehen, weil Dr. Jürgen Spieß, seine erste Frau, starb durch einen Verkehrsunfall. Und er wird sein Herz teilen, wie ist das eigentlich mit der Frage nach dem Leid und der Existenz Gottes. Wenn ihr also selber in dieser Lebensreisestation seid, Station Nummer 1, gibt es überhaupt einen Gott? Oder ihr habt Freunde oder kennt solche Leute, die solche Fragen stellen, ladet sie ein zu diesem Wochenende. Wir sind im letzten Teil. Merci, wir hatten 2 großartige Gottesdienste gehabt mit Pastor Jimmy vor 2 Wochen. Da hatten wir Merci für gemeinsame Momente, großartige Predigt. Da ging es darum, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Letzte Woche hat Julian gepredigt über Merci für übernatürliche Liebe. Und er hat euch herausgefordert. Ja? Er hat euch gesagt, übernatürliche Liebe drückt sich immer aus und ihr solltet darüber nachdenken, wie ihr diese Liebe ausdrücken könnt für eure Freunde, für eure Nachbarn. Und heute geht es um Merci, Gott sei Dank. Das ist unser letzter Teil. Und wir lesen aus der Schrift, natürlich aus dem Philipperbrief, denn das ist der Brief, der uns beschäftigen wird, das ganze Jahr, Kapitel Nummer 1, Philipperbrief, Vers 11. Und ich lese aus 2 verschiedenen Übersetzungen. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Und da heißt es hier, alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Ich übersetze oder ich nehme heute die gesegnete Elberfelder Übersetzung. Es ist so toll, wenn jemand Elberfelder, du bist gleich mein Freund, du bist gleich sympathisch für mich, weil Elberfelder haben wir immer im Griechischunterricht genommen, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann haben wir immer Elberfelder eingeschmuggelt und dann war es immer ganz genau übersetzt. Aber es ist eine schwierige Übersetzung. Manchmal muss man so ein bisschen knacken und das machen wir heute. Und da heißt es hier, aus dem Griechischen, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Hier haben wir so ein bisschen
eine Spiegelung von der griechischen Grammatik, ne? Die ja oft so sperrig ist und so schwer zu lesen ist, nicht wahr? Und da müssen wir manchmal, wenn wir die Bibel lesen, so ein bisschen so die Nüsse knacken. Und das ist ja so mein Traum von Gemeinde, von der Zukunft der Gemeinde, dass wir eine Gemeinde werden, die die Bibel lieben, ne? Und täglich lesen. Das ist so mein Traum für uns für 2019. Wie wäre es, wenn jeder in der Kirche die Bibel so als Lieblingsbuch hätte und sich jeden Morgen öffnet für das Wort Gottes und sich inspirieren lässt, weil das Wort Gottes ist eine Kraft. Amen. So, und deswegen wollen wir mal so ein bisschen, weil viele sind einfach frustriert, die Bibel zu lesen, weil manchmal ist die Bibel so unverständlich. Ne? Frucht der Gerechtigkeit, das haben wir gerade gestern erst zu unserem Partner gesagt, ne? Die Frucht der Gerechtigkeit sei mit dir. Ne? Die Wahrheit ist, noch nie hat immer einer diesen Begriff benannt genannt. Und deswegen lass uns das mal so ein bisschen aufschlüsseln. Was bedeuten eigentlich diese Worte? Erstmal das Wort Gerechtigkeit. Für einen Juden, Paulus war ein Jude, Gerechtigkeit ist etwas, was Gott mir schenkt. Es ist ein Standpunkt eines Gläubigen, der richtig gestellt ist mit Gott, der mit Gott in einem gerechten Verhältnis ist, nicht aus seinen eigenen Werken, nicht aus seiner eigenen Anstrengung, sondern es ist etwas, was uns geschenkt wird. Ein Jude, ein jüdischer Gläubiger, er liebt es, in der Gerechtigkeit Gottes zu wandeln. Er liebt es, in gerechter Verbindung und Verhältnis mit Gott zu sein. Das erfüllt sein Leben mit Glück, mit Erfüllung. Jesus, als jüdischer Rabbiner, er hat gesagt, glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gerechtigkeit ist etwas, was einen jüdischen Gläubigen glücklich macht. Ja, wie kann ich das übersetzen? In der heutigen postmoderne Zeit, stell dir vor, du kommst von deinem Workout, von einem Fitnesszentrum, wo du regelmäßig bist und bist so voll durchgeschwitzt oder hast gerade dein Badezimmer renoviert und so bist du voller Staub und voller Schweiß, ne? Und dein Schatz, dein Partner sagt zu dir, Schatz, mir stinkt, ne? Weil du stinkst nämlich. Und das war dann das Signal, dass du unter die Dusche gehen darfst, nicht wahr? Und du hast eine richtig tolle Dusche, temperiertes Wasser mit ganz viel Seife und du kommst raus, schön frisch parfümiert und du sagst, Schatz, ich fühle mich wie neu geboren. Ja? Etwas wird dir geschenkt, diese Reinheit, dieses Richtigstehen mit deiner Frau, weil dann ist auch wieder mehr Grund, dich zu lieben, weil du so schön duftest, nicht wahr? Gerechtigkeit kann man auch im juristischen Sinne sehen. Wir alle sind mit Rechten versehen. Wir sind Bürger des deutschen Staates, der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben Rechte bekommen, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil wir geboren sind. Zufälligerweise sind wir geboren in Deutschland und nicht in einem anderen Land. Als wir jetzt in Beirut waren, wir haben so viele Flüchtlinge kennengelernt und ihre Storys, wie sie ein Haus besessen haben in Syrien, total zerbombt, Familie verloren, Vater verloren, Mutter verloren, alles verloren, kam dann nach Libanon mit nichts, mussten praktisch im Dreck, im Schlamm da ihre Zelte bauen, mussten hohe Miete zahlen für den Stellplatz und sind dann leben in einem System von Ungerechtigkeit. Jedes Recht haben sie verloren und du fliegst zurück nach Deutschland und ihr natürlich nicht, aber ich habe mich erwischt, boah, ich habe so viel gemotzt über unsere Bundesrepublik, ne? Über die Politiker und so weiter. Ihr natürlich nicht, ihr seid jeden Morgen, kniet ihr euch hin und sagt, ich danke, dass ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland bin, nicht wahr? Aber du bist so dankbar, ich habe Rechte verliehen bekommen, ich habe das Recht auf Würde, ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung, ich habe das Recht auf freie Wahl, das ist ein ganz großes Geschenk und dafür können wir dankbar sein, dafür können wir voller Freude sein, dass uns Gerechtigkeit verliehen worden ist in dem Sinne. Gerechtigkeit ist auch ein Richtigstehen mit dem Gesetz und vielleicht so ein Beispiel, wie schnell es passieren kann, aus diesem Richtigstehen mit dem Gesetz herauszufallen.
das berührt so diese ganze Geschichte mit Schuld beladen zu sein. Und ich spreche jetzt nicht von Menschen, die bewusst das Böse suchen, die gibt es auch, sondern dass man einfach durch Unweise, durch nicht kluge Entscheidungen in eine Situation der Ungerechtigkeit kommt, in eine Situation der Schuld. Also als wir uns vorbereitet haben, in den vorzeitlichen Dienst zu gehen, meine Frau und ich, dann wollten wir unbedingt in eine englische Bibelschule und das kostete etwas und wir haben versucht, das Geld zu verdienen. Und ich habe tatsächlich in der Zeit, wo es noch keinen Navigator gab, das war vor eurer Zeit, aber es gab tatsächlich eine Zeit, wo wir auf dem Schoß mit einem Stadtplan gefahren sind. Das war unheimlich verkehrsgefährdend, weil die ganze Zeit hast du auf deinen Stadtplan und wo bin ich hier, in Berlin oder wo auch immer. Und ganz gefährlich war, wenn deine Frau mitgefahren ist. Dann habe ich gesagt, Schatz, hier ist der Stadtplan, leite uns. Das war dann immer die Momente, wo unsere Ehe am seidenen Faden gegangen ist. Das waren immer so diese sehr emotionalen Gespräche. Schatz, wo bin ich? Ich weiß es auch nicht. Und ich bin so froh, dass Gott unsere Ehen gesegnet hat durch die Erfindung des Navigators. Das ist großartig. Weißt du, da ist diese nette weibliche Stimme. Jetzt bitte nach links, jetzt bitte nach rechts. Und wenn du immer noch falsch gefahren bist, dann sagt sie, bitte wenden, bitte wenden. So, mit so einer Engelsgeduld, ist groß. Ich liebe Navigatoren, nicht wahr? Und, in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich, um unsere Bibelschule zu finanzieren, einen Taxischein gemacht, ohne Navigator. Ich habe hunderte von Straßen auswendig gelernt und habe dann den Bonner Taxischein gemacht und ich habe sogar eine Anstellung gefunden bei einem Taxiunternehmen. Und dann eines Tages, und ich war damals noch nicht so erfahren, ich war einfach ein dummer Mensch, ein dummer junger Mensch. Und ich setze mich in meine Taxe und dann war nur so ein Blatt auf dem Lenkrad und da stand nur drauf Bremse. Habe ich einfach abgemacht, einfach zu meinem Taxistand wollte ich fahren. Und ich fahre und dann kommt eine junge Mutter mit ihrem Kinderwagen über den Zebrastreifen und ich versuche zu bremsen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Da ist nichts. Du trittst durch und der Wagen ist weitergefahren. Und ich hätte 100 pro, hätte ich die beiden überfahren. Und in diesem Schockmoment habe ich diesen Geistesblitz und ich ziehe die Handbremse mit quietschenden Reifen, bin ich dann vor ihnen gehalten. Und ich war so glücklich und die Frau zeigt mir noch den Vogel, zu Recht. Nicht wahr? Aber ich bin gerade in dieser Sekunde ist mein Leben vor mir abgelaufen und ich sage, Gott, ich danke dir für solche Geistesblitze, weißt du? Und ich habe mein Leben gesehen, wie es hätte sein können, wenn ich diese Frau überfahren hätte mit dem Kinderwagen und was für eine Schuld auf mein Leben gekommen wäre, mit der ich hätte leben müssen. Und ich glaube, dass wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, Menschen, die in die Position von Ungerechtigkeit gesetzt wurden, ohne dass sie es gesucht haben und leben mit dieser Last der Schuld. Mats und ich, wir sind vor einiger Zeit nach Israel und wir hatten diesen Wunsch, Holocaust-Überlebende zu treffen und wir trafen Eva in einem Altenheim. Und sie hatte erst die letzten Jahre angefangen, überhaupt über ihre Zeit in Auschwitz zu sprechen. Und weil sie jahrzehntelang darüber geschwiegen hat und wir hatten das große Vorrecht, dass wir mit ihr sprechen, weil ich glaube, Rainer war dabei, nicht wahr? Und sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Und sie ist als junges Mädchen, als junger Teenager, ist sie nach Auschwitz gekommen mit ihrer jüngeren Schwester. Und die jüngere Schwester hat das so, so hart gehabt. Diese Kälte, diesen Hunger, diesen Durst. Und sie hat alles getan, damit ihre jüngere Schwester das überlebt. Und sie hatte wie so einen Lebensauftrag, wie so ein Ziel, hat sie sich als Ziel gesetzt und das hat ihr Kraft gegeben in Auschwitz. Ich tue alles, damit ich mich und meine Schwester hier durchbringe durch Auschwitz. Und ihre Schwester hatte es so hart gehabt und hat gehungert und sie hat immer versucht, ihr nochmal extra Ration zu besorgen. Und eines Tages, sie hatte so einen Durst gehabt, sie war dehydriert, die Schwester. Und dann hatte Eva versucht, dann aus dem Block nachts unter Lebensgefahr, einfach nur für einen Becher Wasser.
Und sie hat es dann irgendwie geschafft, aber es war lebensgefährlich und sie hatte irgendwie, konnte sie das nicht schnell genug machen und kam zurück mit diesem Becher Wasser, nur zu sehen, dass ihre Schwester, die so dehydriert und so entkräftet war, dann halbtot auf einen Totentransport geworfen worden ist. Und dann fing sie an zu weinen. Und sagte, ich habe seit Jahren nicht mehr geweint. Und wisst ihr, das Schwerste ist, was mein Leben beschwert hat, war nicht die Zeit in Auschwitz, sondern diese Schuld, dass ich meine Schwester nicht retten konnte. Und wir haben mir dann erzählt von diesem Gott von Israel, dem Gott Israels, der uns vergibt, der diesen Retter geschickt hat, den Juden, Jesus Christus, der für uns zur Gerechtigkeit geworden ist. Wo es heißt in 1. Johannes 1, dass er uns gerecht gemacht hat. Wo es heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, dass er zur Sünde gemacht worden ist, Jesus zur Sünde gemacht worden ist, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist genau, was dieser Vers meint, die Frucht der Gerechtigkeit, die gewirkt wird durch Jesus Christus. Diese Gerechtigkeit, diese Frucht der Gerechtigkeit, sie kommt durch Jesus Christus. Er wirkt das und er wirkt auch den Lobpreis und die Dankbarkeit in uns. Und wenn wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, auch in diesem Begriff die Frucht der Gerechtigkeit, dann lesen wir in einer Parallelstelle in Epheser 5, Vers 9, dass die Frucht des Lichts ist, ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Jakobus 3, Vers 18 heißt, die Frucht der Gerechtigkeit wird denen in Frieden gesät, die Friedensstifter sind. Das heißt, eine Frucht ist etwas, was durch Jesus gewirkt wird. Und wenn du dieses Bild mal dir vor Augen führst, Frucht ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht. Wer Gärtner ist oder wer einen Garten hat, der weiß, Früchte zu bekommen, ist ein Prozess. Ja, mein Schwiegervater hat mal von unserem Nachbarn hier, als er noch lebte, Herrn Endriat, hat mal einen Weinstock, einen Rebstock geschenkt bekommen. Den hat er, als er ganz klein, kleine Pflanze war, eingepflanzt in seinem Garten, der ist heute noch da. Und als mein Schwiegervater noch lebte, hat er mir genau erklärt, dass er diese Weinrebe immer zurückgeschnitten hat. Einer bestimmten Zeit der Jahreszeit, was unsere Gärtner jetzt wissen, was ich schon wieder vergessen habe als Stadtmensch. Aber er sagte, Mario, man muss einen Weinstock muss man zurückschneiden, damit er mehr Frucht bringt. Das heißt, du wirst zurückgeschnitten, um mehr Frucht zu bringen. Das heißt, du hast vielleicht manche Zurücksetzungen in deinem Leben, manche schmerzliche Situationen in deinem Leben, was weh tut, wo du beschnitten wirst, aber was dich nach vorne bringt. Ja. Und das ist das Bild der Lebensreise. Das heißt, Frucht kommt nicht von heute auf morgen, sondern es ist erst ein Samenkorn, das wird gepflanzt und wird eine kleine Pflanze und dann kommen die Wurzeln und dann kommt der Stamm, dann kommen die Äste und die Blätter und dann kommt die Frucht. Das heißt, Frucht der Gerechtigkeit ist ein Ergebnis einer Lebensreise. Und diese Frucht der Gerechtigkeit ist Dankbarkeit, ist Freude, ist Wahrhaftigkeit und ist lauter Güte. Nun, in einer Zeit, wo Gott uns auf dem Berg der Erhörung stellt, wo unsere Gebete erhört werden, wo wir vielleicht Heilung oder Gesundheit genießen, wo wir Überfluss genießen, ist es eigentlich nicht schwer, Gott zu danken. Es ist nicht schwer, die Frucht der Gerechtigkeit zu bringen. Viel schwieriger ist es in den Tälern der Krise unseres Lebens. Und vielleicht unser Geschäft den Bach runtergegangen ist, ist es schwer, Gott zu danken. Wenn wir vielleicht unseren Job verloren haben, ist es schwer, einen Grund zu finden, Gott dankbar zu sein. Wenn vielleicht eine kostbare Beziehung zerbrochen ist, ist es schwierig,
Gott Dank zu sagen und Freude zu empfinden in diesem Moment. Oder wenn du vielleicht eine Diagnose vom Arzt bekommen hast und du bist in dieser Krankheit, ist es schwierig zu sagen, Gott, wofür soll ich dir gerade jetzt danken? Aber Paulus, er sagt, gerade im Philipperbrief, und der Philipperbrief ist ja der Brief der Freude, der Brief der Dankbarkeit, wo er sagt, unabhängig von meinen Umständen, und er hat diesen Philipperbrief, er hat ihn geschrieben im Gefängnis, er war in dem tiefsten Loch seines Lebens, und er sagt praktisch zur Gemeinde in Philippi, freut euch. Er spricht von einer Freude, deren Ursprung ist in Gott, deren Quelle ist in Jesus Christus. Und das sagt er hier in Philipper 1, Vers 11, die Frucht der Gerechtigkeit, sie wird gewirkt von Christus zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Und viele Christen, sie haben dieses Geheimnis noch nicht so ganz ergriffen. Aber Paulus sagt, ich kann mich freuen, ich kann dankbar sein, sogar in den Tälern der Krise meines Lebens. Ich kann Gott danken, schon vor der Gebetserhörung. Ich kann Gott Lobpreis geben, sogar noch während die Mauern von Jericho noch stehen. Okay? Und er sagt ein paar Verse später, in Vers 17 und 18, da sitzt er hier im Gefängnis und er teilt ein bisschen sein Herz. Und er sagt, die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich. Sie wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Wow! Was sagt Paulus hier? Er sagt hier, ich sitze im Gefängnis, ich habe diese Gemeinde in Philippi gegründet, das hat mich echt viel gekostet, das hat mich Schweiß gekostet, das hat mich Blut gekostet, ich bin sogar im Gefängnis dafür gewesen. Und jetzt bin ich hier und ich kann nichts tun und es sind Leute in der Gemeinde in Philippi, die verkündigen das Evangelium mit falschen Motiven. Wir wissen nicht genau, welche Motive es waren, vielleicht war es Macht, vielleicht war es Geld, vielleicht war es Ruhmsucht. Und sie tun es, um bewusst Paulus in seinem Herzen zu verletzen. Wow, was für eine Situation. Er hätte wirklich recht gehabt, bitter zu sein, oder? Und so geht es manchmal uns in den Tälern der Krise unseres Lebens. Wir statt die Frucht der Gerechtigkeit zuzulassen, nehmen wir uns das Recht, schlecht gelaunt zu sein. Nehmen wir uns das Recht, undankbar zu sein. Nehmen wir uns das Recht, mit Menschen und mit Gott zu hadern. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin? Warum haben Menschen mich, warum haben Christen mich verletzt? Aber jetzt ist es hochinteressant, wie Paulus sich entscheidet. Er sagt, doch was macht das schon? Wow, was für eine Aussage. Doch was macht das schon? Ich meine, er ist verletzt, er ist betrogen von Christen, aber er entscheidet sich, er trifft eine Entscheidung. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder mit in ehrlicher Absicht geschehen, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Und darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft freuen. Hammer! Was für eine Haltung der Freude. Was für eine Haltung der Dankbarkeit. Hier ist jemand, der Recht hätte, sauer zu sein. Sauer zu sein mit Menschen, sauer zu sein mit Gott. Aber sagte, ich treffe eine Entscheidung, ich lasse mir meine Freude nicht nehmen. Ich schaue auf das Wesentliche und das Wesentliche ist, dass das Evangelium verkündet wird. Und hier sind wir bei der Halsschlagader des Philipperbriefs. Hier geht es wirklich um das Wesen des Philipperbriefs. Philipper ist ein Brief der Freude. Du kannst Freude haben, selbst im Tal der Krise. Du kannst Dankbarkeit haben, selbst im Tal, wo es nichts zu danken gibt. Ich sage immer so, Philipperbrief ist so, du bist mit deinem Camper unterwegs in den Rocky Mountains, dem schönsten Platz der Welt, für manche. Okay, und du hältst auf dem Parkplatz, du packst deinen Campingstuhl aus und du setzt dich auf deinen Campingstuhl mit deinem Latte Macchiato oder mit deiner Mega Dr. Pepper Cola und Big Mac und du genießt diese wunderschöne Ansicht der Rocky Mountains. Und eine Minute später kommt ein riesiger Camper
verrostet, ungewaschen, mit einer riesigen Staubwolke von Diesel und parkt wo? Auf diesem ganzen Parkplatz, genau vor deinem Campingstuhl, genau. Und du hast diese, und er setzt sich in dein Bild und du siehst nicht mehr die Rocky Mountains, sondern du siehst diesen dreckigen, verrosteten Camper. So, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder da sitzen bleiben und kannst dich schwarz ärgern über diesen Idioten, der da vor dir parkt, ne, und kannst den ganzen Tag dich beschweren. Oder du stehst auf, nimmst deinen Campingstuhl, gehst 3 Meter nach rechts und schaust wieder auf die Rocky Mountains. Und das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt, hey, du hast 2 Möglichkeiten in deinem Leben, wo Leute dich ungerecht behandeln, wo Leute dich verletzen, wo Leute dich erniedrigen. Du kannst da sitzen bleiben und dich schwarz ärgern und dir die Freude stehlen lassen. Oder du kannst aufstehen und deinen Campingstuhl nehmen und dich 3 Meter nach rechts setzen und du kannst auf das Wesentliche schauen. Paulus, er schaute auf das Wesentliche. Christus, er wirkt in dir die Frucht der Gerechtigkeit. Und unser 2. Kerngedanke, und ich weise nochmal hin auf unseren Predigt-Sheet, das liegt auch bei dir am Platz, da kannst du nochmal ausfüllen. Dankbarkeit und Freude befähigt mich, auf das Wesentliche zu schauen und meinen Kurs im Leben zu halten. Das ist der Sinn dieses Sheets ist, dass du die Predigt, das bessere Predigt nochmal mitnimmst nach Hause und vielleicht in deiner Kleingruppe nochmal darüber besprichst oder nochmal sagst, hey, das sind die Lebensziele auf meiner Lebensreise, was ich tun möchte oder was ich erreichen möchte. So, Paulus, er entschied sich, auch im Tal der Krise meines Lebens möchte ich erfüllt werden mit Freude, erfüllt werden mit Dankbarkeit. Denn diese Freude, von dem der Philipperbrief spricht, das ist nicht Spaß. Spaß ist abhängig von unseren Umständen, sondern Freude kommt aus dem Herzen Gottes. Viele Christen sagen, hey, ich danke Gott nicht, weil ich fühle mich nicht, danach Gott zu danken. Ich freue mich nicht, weil ich fühle mich nicht danach, mich zu freuen. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich tue nur das, was meine Gefühle mir sagen. Ich bin im Moment nicht gut drauf und deswegen gehe ich nicht zur Kirche. Ich bin im Moment nicht gut drauf und deswegen gehe ich nicht zur Kleingruppe. Aber sie verpassen etwas, was eine der Disziplinen sind eines Nachfolgers, der auf der Lebensreise ist. Und ich würde gerne, dass wir das heute, diese Lebensreisestation Nummer 1, Anbeter zu sein, das bedeutet zu verstehen, wir danken Gott schon, bevor er unsere Gebete erhört hat. Wir danken schon im Tal, bevor wir auf dem Berg der Gebetserhörung bekommen sind. Wir danken im Angesicht der Diagnose, die wir bekommen haben vom Arzt, bevor wir die Heilung bekommen haben. Wir sagen, Gott, du bist meine Quelle, du bist mein Versorger, gerade wenn wir noch im Tal des Mangels sind und Gott uns seinen überreichen Versorgung geben will. Das nennt die Bibel Dankopfer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wir lesen davon im Psalm 107. Dankopfer hört sich nicht schön an. Dankopfer hört sich nach Blut an, nach Schmerzen. Das tut weh, das kostet etwas. Dank zu opfern. Dank opfere ich nicht auf dem Berg der Erhörung. Da ist Dank kostenlos. Dank opfere ich, wenn ich im Tal bin, wo es nichts zu danken gibt. Aber ich danke trotzdem. Im Vers 22, Psalm 107 heißt es, und sie sollen Dank opfern. Und erzählen seine Werke mit Freude. In Vers 19 heißt es, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Und Gott fordert uns auf, einen Schritt weiter zu gehen in unserer Lebensreise. Einen Schritt tiefer zu gehen in unserer Identität als Anbeter. Wir sind nicht nur Anbeter, wenn es uns gut geht. Wir sind nicht nur Danksagende, wenn wir Gebete erhört bekommen, sondern wir lernen Anbetung im Tal unserer Anfechtung, im Tal
unseres Mangels, weil wir entdecken Dankbarkeit und Freude, Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus gewirkt ist, ist eine mächtige Waffe. Lobpreis ist eine mächtige Waffe im Tal. Denn Psalm 107, Vers 16 heißt es, dass er, dass Gott Türen und eiserne Tore zerschlägt. Wir dürfen erkennen, in den Tälern unserer Krise, wenn wir lernen, Anbeter zu sein im Tal der Krise, dann wird Gott deine Tore zerschlagen. Amen. Dann wird er uns in die Freiheit führen. Vielleicht sagst du, wow, das ist aber sehr, sehr bitter, dieses Dankopfer. Vielleicht bist du jemand, der immer das Richtige getan hat. Vielleicht bist du jemand, der heilig lebt, der das Richtige tut, der Gott treu ist, der Gott dient. Und du bist gerade jetzt in einer Situation der Ungerechtigkeit. Du leidest die Ungerechtigkeit von Menschen. Und du sagst vielleicht, hey, was nützt es überhaupt, gerecht zu sein, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben? Dann bist du vielleicht genau am selben Ort, wo Josef war. Josef hat auch das Richtige getan. Er hat nicht Falsches getan. Und obwohl er das Richtige getan hat, war er an einem Ort der Krise. Seine Brüder haben ihn als Sklave verkauft nach Ägypten. Als er Sklave war in Ägypten, hat Potiphas Frau versucht, ihn zu verführen. Und Josef hat gesagt, ich werde keinen Sex haben mit dieser Frau. Ich werde mich für Reinheit, ich werde mich für Gerechtigkeit entscheiden. Und der Preis war, dass sie ihn ins Gefängnis geschickt hat. Und im Gefängnis hat er sicher 1000 Gründe gehabt, mit Gott zu hadern. Wow. Gott, ich habe mich immer für Gerechtigkeit entschieden und jetzt bin ich hier im untersten Tal meiner Krise. Gott, ich hasse meine Brüder. Gott, ich hasse dich, dass du das hast zustande kommen lassen oder dass du das erlaubt hast. Aber weißt du, als er vor Pharao gehoben wurde, als er der erste Mann wurde in Ägypten und die Hungersnot wendete, da standen seine Brüder vor ihm. Das ist das letzte Kapitel von 1. Mose. Und da sind die Rollen vertauscht. Dann war nicht er mehr der Sklave und sie waren die Herren, sondern sie waren vertauscht. Er war der Herr und sie waren die Gefangenen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, mit einem Finger zu schnipsen und sie wären einen Kopf kürzer gewesen. Aber dann teilt er etwas von dem, was er gelernt hat, als Anbeter im Tal der Krise. Er sagte, ihr habt das Böse geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er hat etwas verstanden von den Tälern der Krise. Er hat gesagt, Täler der Krise sind nicht etwas Negatives für mein Leben, sondern Täler der Krise sind Prüfungen Gottes, die die Träume, die Gott uns geschenkt hat, prüfen, stark machen. Und er hat überlegt, wenn meine Brüder mich nicht als Sklave verkauft hätten damals, wäre ich niemals ein Sklave Potiphas geworden. Wenn diese Frau von Potiphar mich niemals ins Gefängnis geschickt hätte, ich wäre niemals an Pharaos Hof gekommen. Und er hat etwas entdeckt. Die Täler der Krise sind oft der Schlüssel für den Palast deiner Gelegenheiten. Amen. Und das möchte ich dir mitgeben. Vielleicht bist du auch gerade in einem Tal der Krise und es fällt dir schwer, Gott Dank zu sagen. Es fällt dir schwer, Freude zu haben. Dann möchte ich dich erinnern an Josef. Josef war auch da, wo du vielleicht jetzt bist. Er hat auch nichts falsch gemacht. Er hat an der Gerechtigkeit festgehalten, aber hat eine Erkenntnis gehabt, wenn ich Gott dankbar bleibe, dann verwandelt Gott mein Gefängnis in die Gelegenheit meines Palastes. Amen. Und das möchte ich dir gerne so mitteilen. Und das möchte ich gerne so dich heute motivieren und dich herausfordern, einen Schritt weiter heute zu gehen auf deiner Lebensreise. Und das wollen wir gemeinsam tun, nämlich auf deinem Platz, da ist so ein kleiner runder Zettel. Ich möchte jetzt erklären, was das bedeutet. Ich würde nämlich gern, und da müsste auch ein Stift liegen, und ich möchte dich ermutigen, heute Mittag ein Wort aufzuschreiben, für was du dankbar bist. Eine Sache, für die du Gott Dank sagen kannst.
Vielleicht bist du einer der Glücklichen heute Mittag und du bist auf dem Berg der Gebetserhörung. Es geht dir gut, du hast eine hübsche Frau, du hast wunderschöne Kinder, du hast ein gutes Gehalt, du bist gesund, dann solltest du gerade mehrfach Grund haben, da ein Wort drauf zu schreiben. Vielleicht gehörst du aber zu einer völlig anderen Gruppe. Vielleicht bist du gerade im Tal der Krise. Du bist gerade in dem Zerbruch einer Beziehung. Du hast deinen Job verloren. Du hast eine Diagnose bekommen. Und du hast scheinbar keinen Grund, Gott zu danken. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du einen Schritt weiter gehst in der Reise deines Lebens und dass du heute ein Anbeter wirst im Tal der Krise. Dass du Gott Dank sagst, bevor er deine Gebete erhört. Dass du Gott Dank sagst, bevor die Mauern von Jericho fallen. Und dass du heute sagst, ich werde meine Dankbarkeit, ich werde meine Freude nicht mehr abhängig machen von meinen Umständen, von meinen Problemen, weil ich weiß, dass die Frucht der Gerechtigkeit, die kommt von Jesus. Jesus ist die Quelle meiner Dankbarkeit. Jesus ist die Quelle meiner Freude. Amen. So unabhängig von meinen Lebensumständen. Und deswegen schließ mal deine Augen und sag Gott, heute entscheide ich mich, einen Schritt weiter zu gehen in meiner Lebensreise. Ich werde ein Anbeter sein im Tal und ich werde dir meinen Dank opfern. Auch wenn ich keinen Grund finde, auch wenn ich mich nicht danach fühle, möchte ich dir heute Dank opfern. Wenn du das etwas hast, schreib doch ein Wort auf dieses Papier und dann gehst du rüber. Alle, die hier unten sind, hier ist eine Flipchart und dann kannst du das hier anpinnen. Und ihr da oben, ihr habt auch eine Flipchart dort oben. Und dann könnt ihr das da anpinnen lassen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns Gnade gibst, Anbeter zu werden. Dass du uns den Geist der Dankbarkeit und der Freude schenkst. Die Frucht der Gerechtigkeit. Und dass wir lernen, auch im Tal dich anzubeten. Auch im Tal dir dankbar zu sein. Let's do it. Bleibst du bestehen, ewig bist du.
vergebe ich Tag und Nacht. Und durch Tag und Nacht bleibst du bestehen. Ewig bist du, wirst nie vergehen. Und du bist mir immer treu, für immer treu. Ja, für Jahr hast du stets bei uns. Vertrauen auf das, was du uns verheißt. Wir sind stark, weil du uns Hoffnung gibst. Nur zu dir kommen wir. Wir gehören, wir gehören, wir gehören zu dir. Zu dir. Paulus schreibt im Philipper 1, Vers 11, dass die Frucht der Gerechtigkeit gewirkt wird durch Jesus Christus zum Lobpreis unserer Herrlichkeit Gottes. Das heißt, diese Gerechtigkeit, sie kommt nicht durch unsere eigenen Werke, nicht durch unsere eigene Leistung. Sie ist ein Geschenk, was wir bekommen durch Jesus Christus. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Jesus Christus. Religion sagt, wenn du dich anstrengst, wenn du ein guter Christ bist, dann kommst du vielleicht in diesen Zustand der Gerechtigkeit. Aber weißt du, die Bibel sagt, dass der Schlüssel zur Gerechtigkeit Gottes, zur Rechtstellung mit Gott, ist unser Glaube, unser Vertrauen zu Jesus Christus. In 1. Mose, Kapitel 15, Vers 6 heißt es, Abraham, er glaubte Gott. Und Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Und dann hat Gott diese Gerechtigkeit nochmal in einem Vertrag mit ihm
beschlossen, einen Bund geschlossen mit ihm. Und weißt du, wie man früher einen Bund schloss? Man hat einen Vertrag geschlossen und dann hat man einen Bund geschnitten. Man nahm ein Tier und man hat es in zwei Stücke geschnitten. Und dann hat man das so an die Seiten gelegt und dann hat man gesagt, man geht da durch, einer und der andere. Und er sagte, wenn ich diesen Bund jemals breche, dann wird es mir so gehen wie dieser Kuh. Dann werde ich in zwei geschnitten. Das war wie so eine Art Schwur. Und als Abraham mit Gott diesen Bund geschlossen hat, da heißt es, Abraham zerteilte ein Tier und dann schlief er und dann wachte er auf und Gott selbst ging wie eine feurige Fackel zwischen den beiden Hälften der Tiere hindurch. Aber Abraham nicht. Und das ist die Natur eines Bundes, die einseitig ist. Wir kennen das auch im deutschen Recht, das ist das Testament. Das ist nicht ein Vertrag auf beiderseitige Erfüllung, sondern da ist nur einer, der einen Vertrag mit dir schließt, der sagt, ich gebe dir mein Haus, ich gebe dir mein Land, ich gebe dir all meinen Besitz. Das Einzige, was du tun brauchst, ist es zu empfangen. Und das ist das Evangelium. Das ist ein Vorschatten von dem, dass Gott sagte, ich weiß, dass ihr diesen Bund brechen werdet, aber ich bin derjenige, der zerschnitten wird. Das ist das Opfer, das Gott gegeben hat in Jesus Christus. Das ist der Grund, warum Jesus gekreuzigt worden ist. Er hat alle unsere Schuld getragen am Kreuz, damit wir in die Stellung von Gerechten gehoben werden. Und ich möchte gern, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ich habe so ein Verlangen, in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Ich habe nicht Verlangen, in eine Religion einzutreten. Ich habe nicht Verlangen, danach in eine Kirche einzutreten. Ich habe ein Verlangen, eine Freundin, ein Freund Gottes zu werden. Ich möchte gern befreit werden von der Last meiner Schuld. Ich möchte gern diese Gerechtigkeit, diese Freude und Dankbarkeit Gottes erleben. Und ich möchte gern Jesus Christus als meinen Herrn und meinen Retter in mein Leben einladen. Und wenn das heute deine Entscheidung ist, wenn das heute dein Wunsch ist und dein Verlangen, dann gib Gott doch einfach mal ein Zeichen, indem du kurz deine Hand ausstreckst, so wie ich das gerade jetzt tue. Und ich würde sehr gerne für dich beten. Wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte heute mein Herz öffnen für Jesus Christus als meinen Retter und Herrn, dann heb doch oder heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Dankeschön. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Dankeschön. Habt ihr die Hand gesehen? Ist noch jemand da? Ich gebe noch einen kurzen Moment. Jemand hier ist, der sagt, ich möchte gern Jesus in mein Herz einladen, als meinen Retter, als meinen Herrn. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Großartig, großartig. Gott segne Sie. Lass uns doch gemeinsam beten mit diesem kostbaren Menschen und wir tun das ganz als ganze Gemeindefamilie und wir sagen das einfache Gebet eines Kindes und wir sagen zusammen laut, Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mich liebst, danke, dass du dich für mich entschieden hast, danke, dass du dich für mich entschieden hast, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt.